Ich bin für das Ticket, weil ich von außerhalb komme. Ich komme aus Niedersachsen. Ich halte davon viel, weil mir das ein Ersparnis von bestimmt 50% des Fahrpreises jedes Mal bedeuten würde, wenn ich von Celle nach Iserlohn über Hannover fahren würde. Also meiner Meinung nach wäre es total überflüssig, da ich persönlich ein Auto habe und ich nicht bereit wäre, bei den Studiengebühren über 100 Euro noch drauf zu zahlen, damit andere das nutzen können und ich selber nicht. Ja, also das Ticket wäre für mich eigentlich sehr praktisch, da ich oft in NRW unterwegs bin und ich verstehe einfach nicht, wo das Problem ist, aus diesem Ticket einen optionalen Service zu machen für die Leute, die es brauchen und die, die es nicht wollen, müssen es ja dann nicht nehmen. Zum NRW-Semesterticket kann ich nur so viel sagen, dass es sich in Iserlohn, glaube ich, nicht so lohnt, weil die Anbindung einfach gar nicht da ist. Und also für mich persönlich kommt es auf jeden Fall nicht in Frage. Es mag Studenten geben, die da Interesse daran haben. Ich denke, dass es dann individuell gestaltet werden soll. Also ich finde, für die Leute, die nicht in NRW wohnen, rentiert sich's nicht. Deswegen wäre es schwachsinnig, wenn das alle bezahlen müssen. Außerdem bezahlen wir eh schon genug. Da könnte doch ein NRW-Ticket drin sein. 100 Euro ist ja nicht so viel. Das kann man ja vielleicht von den Parkplatzgebühren finanzieren. Also Semesterticket ist ja prinzipiell eigentlich sehr praktisch, weil man kann ja zum Feiern zum Beispiel dann mit dem Zug hinfahren und hat dann keine zusätzlichen Kosten mehr. Man kann, wenn man mal eben nach Düsseldorf shoppen will oder so, braucht man auch nicht mit dem Auto fahren, hat nicht das lästige Parkplatz suchen etc. Also kann das schon von Vorteil sein.